So sieht er sich am liebsten. Mit dem Skateboard in der Hand. Skaten. Für Alex Schmitz gehört das zu den wichtigsten Dingen in seinem Leben. Ab einem bestimmten Alter war das 100%. Ne? Da hatte ich eigentlich jetzt von Interesse her so, klar, immer schon ein bisschen auch vielleicht dies und das. Aber Skateboarding ist auf jeden Fall, war immer Nummer eins. Mit 13 hat er angefangen, an der Konstantin-Basilika in Trier. Der Platz ist bei Skatern in ganz Deutschland bekannt. Genauso wie Alex Schmitz. Die Kids fragen oft, weil die denken, wenn man jetzt gesagt bekommt, wie das geht, ne, da steckt ein Geheimnis dahinter, dann klappt das auch. Das stimmt natürlich nicht ganz, man muss einfach üben, 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 üben. Aber ist trotzdem sinnvoll, wenn halt Ältere kommen und sagen, mach mal, probier mal so und so, dann sind die voll motiviert und dann klappt das viel besser auf einmal. Manchmal würde Alex gerne selbst aufs Board steigen, aber richtig skaten wird er nie wieder. Das Jahr 2000. Alex will immer mehr, geht immer höheres Risiko ein. Dann der Sturz. Kreuzbandriss. Hat auf jeden Fall eine Zeit gedauert, glaube ich, für mich halt, um wirklich zu realisieren, okay, du wirst nicht mehr so skaten. Ich war aber damals, glaube ich, auch ein bisschen, ich war so fast fanatisch. Und das ist halt gebrochen bei mir. Das war halt klar, dass ich keine 8 Stunden Skateboard fahren muss am Tag, weil das einfach nicht mehr ging. Und dann habe ich dennoch halt irgendwo versucht, halt irgendwie in der Szene halt weiter aktiv zu bleiben. Ne? Und zwar mit der Kamera. Über 1000 Stunden hat Alex mittlerweile gedreht. Die Tricks überlässt er seinen Kollegen. Auf dem Board steht Alex nur noch als Kameramann. 2012 produziert er seinen ersten Dokumentarfilm über die Trierer Skater-Szene, die sich auflehnt. Die Stadt will die Skatehalle schließen. Alex gibt einer Bewegung eine Stimme, die sonst niemand hören wollte. Klar, der Film wird mit Sicherheit seinen Beitrag geleistet haben und ist mit Sicherheit auch ein Erfolg, ganz klar. Also da sind wir auch alle froh drüber, mit Sicherheit. Ne? Dennoch, keiner von uns wird sich zurücklehnen. Zum Leben reicht das Filmen aber nicht. Sein Geld verdient er im eigenen Skateladen und ist damit zufrieden, trotz seines Unfalls vor 14 Jahren. Im Nachhinein würde ich sagen, war das gut. Also ich wünsche keinem einen Kreuzbandriss, aber ich habe da auf jeden Fall daraus gelernt und konnte halt natürlich mich da auf Filmen konzentrieren. Und das hätte ich vorher einfach nicht gemacht aus eigener Energie.